willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zum Wortwechsel. Wir haben drei Gäste und meine Wenigkeit. Im Moment haben wir den ersten Gast hier. Der Werner Gartenmann hat mir vor ein paar Minuten noch ein Signal gegeben. Er sei einfach noch blockiert. Er müsse sich beeilen, dass er an sein Laptop kommt und er wird sich wahrscheinlich einschalten. Und der Radu Golban, von dem man nichts gehört, kann sein, dass er sich auch einschaltet. Am Bildschirm seht ihr oben Lukas Reimann, Nationalrat, Jurist, Präsident der Auns. Ich bin der Tom Meyer, ich arbeite für die Auns in Online-Kommunikation. Wir haben ein Kommunikationsbüro als Freischaffender in Belp bei Bern. Lukas, du bist von Wils St. Gallen, aber jetzt bist du einmal mehr in Bern. Bist du eigentlich mehr Tage in Bern als daheim in Wil? Nein, also ich weiss ganz genau, wie viele Tage ich im Jahr in Bern bin, weil ich habe als ich das erste Mal gewählt bin, habe ich im Chatford gesagt, du, wie muss ich da machen mit der Anmeldung da? Und der hat dann gesagt, zahlst du mir ein Bier und dann ist erledigt. Und jetzt ist etwa vor 2 Jahren ist plötzlich ein Brief gekommen, Migrationsamt Stadt Bern. Das ist also wirklich ein Erlebnis auf dem Migrationsamt, dass ich bin der einzige Schweizer war, der dort angestanden ist, was die alle haben wollen, aber das wäre ein anderes Thema. Und dann haben wir es ausgerechnet, wie viele Tage alle Sitzungen in Bern plus alle Fraktionssitzungen, die nicht irgendwo extern waren, sind wir auf 92 Tage gekommen. Und dann haben sie gesagt, ja okay, bis 90 Tage musst du dich gar nicht anmelden, dann ist okay und hat man dann gegen 40 Franken Gebühr ausgestellt, ich muss mich da nicht anmelden, also 92 Tage im Jahr. Aber meistens halt Donnerstag, Freitag von der Kommissionssitzung her, darum ist viel der Donnerstag, wo ich in Bern bin. Wo du in Bern bist, ja. Also sind nicht, weil irgendwie Berner Beamte finden, dass Wil St. Gallen im Ausland liegt und du auch, weißt du, quasi... Ja, also ich meine, Berner sind natürlich scharf drauf. Bern ist, glaube ich, der teuerste Kanton bei den Steuern, aber St. Gallen ist nicht viel besser. Ist ja vielleicht der viertteuerste. Genau. Also genau. Es kommt nicht so drauf an. Ja, ich meine, so schöne Berge anzuschauen, wie jetzt im Moment, weißt du, frisch verschneit, Egermönche Jungfrau, das kommt. Ja, es gibt auch den Sentis, ist auch schön, ne? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das schon ein Berg ist für euch, aber... Mal. Genau. Der Sentis, ich bin noch nie da oben gewesen, aber die Webcam gehe ich ab und zu schauen, wenn ich ein bisschen schauen will, wie das Wetter so... Also, wenn du mal in der Ostschweiz bist, ich habe sogar eine Jahreskarte, dann ja, gehen wir auf den Sentis. Also, ja. Als Wegalp habe ich im WK mal noch meine Minenwerfer-Dinge. Ah, dann hast du zu kurz RS gemacht, oder? Nein, aber das ist 90er. Nein, 90er, okay, oder okay. So. Lange ist es her, ja. Ja, ja, wir haben ein paar interessante Themen. Wir hätten ein bisschen reden noch über, wie Rumänien das mit der Ukraine so wahrnimmt. Vielleicht kommen wir noch dazu. Aber jetzt, nur um es mich noch wunder, also der... Diskussion oder die Debatte um den UNO-Beitritt von Schweiz, also nicht der UNO-Beitritt, der Sicherheitseinsitz in den Sicherheitsrat. Oder die Debatte versucht oder wird die SVP in Bern nochmal aufs Tapet bringen, habe ich gelesen. Stimmt das? Ja, also wir versuchen es im Parlament mit neuen Vorstössen und neuen Anträgen, dass wir nicht in den Sicherheitsrat hineingehen, auch aufgrund von der geänderten Sicherheitslage international, aber an sich sind wir natürlich jetzt auch Downs, ist ja gegründet worden für den Kampf gegen den UNO-Beitritt, den man im 86 noch gewonnen hat. Und dann das zweite Mal, ich habe da auch noch Plakat, unabhängig statt UNO-abhängig, wo wir dort dann dagegen gekämpft haben und dort hat dann das Volk in der Mehrheit ja gesagt, also aus meiner Sicht wäre eben schon der UNO-Beitritt nicht richtig, weil man mit dem schon neutralitätspolitisch nicht mehr den Sonderstatus hat, wo man quasi ein neutraler Leuchtturm ist, wo sich alle miteinander können treffen können, um diskutieren oder Frieden schaffen. Aber der Sicherheitsrat ist wie noch eine Stufe höher, oder? Da bist du dann wirklich in dem Gremium, wo entschieden wird, Krieg oder Frieden. Und da tolerieren dann weder die Amerikaner noch die Chinesen noch die Russen eine Stimmenthaltung. Das wird von allen dann quasi als Findschaft angeschaut und es kann sehr politisch sein, wenn die einfach der Stimme enthalt ist. Also zudem wir als Parlament und wir als Volk, Bürger, wir können gar nichts davon mit über, wir können auch nicht mitbestimmen, wie dann die Schweizer Diplomaten in der UNO entscheiden, was sie machen. Und das erfahrt man nicht.
Also du kommst einmal im Jahr, und das ist etwa so ein dickes Buch, ein Bericht über alle international abgeschlossenen Verträge. Und es läuft jetzt gerade eine Vorlage, wo der Bundesrat möchte zumindest mehr Transparenz schaffen, wie die Schweizer Diplomaten abstimmen bei der UNO. Aber wenn man dann hört, dass ein Schweizer Diplomat den UNO-Migrationspakt, wo freie Einwanderung weltweit möchte ermöglichen, ausgeschafft hat, dann fragt man sich schon, welche Interessen werden da vertreten? Weil das mag im Interesse von Nigeria oder von Syrien sein, aber sicher nicht im Interesse von der Schweiz, dass man eine weltweit freie Zuwanderung hat. Dass in Bern nochmal im Parlament das nochmal auf den Tisch kommt, man würde eigentlich sagen, ja, es ist gegessen, oder? Die Sache ist gegessen. Man hat jetzt jahrelang darauf hergearbeitet, jetzt kann man nicht 5 vor 12 noch draus und so. Aber jetzt hat sich die Situation ein bisschen verändert, eben vor Ukraine und so ein bisschen der Aggressor von Russland, wo der herkommt. Jetzt könnte jetzt nicht doch sein, dass ein paar Parlamentarier sagen, ja, jetzt merkt man, dass es ungeschickt wäre im Sicherheitsrat Also von. ich habe das Abstimmungsbüchlein ja noch da, ich habe einen ganzen Ordner noch von der Abstimmung und im Abstimmungsbüchlein steht klar und deutlich drin, der Bundesrat strebt keine Mitgliedschaft im Sicherheitsrat an, weil er das neutralitätspolitisch als problematisch anschaut. Und Würdest du die das bitte Abstimmung... vorlesen? Also du bekommst schon ein Mikrofon jetzt in dieser Debatte, die jetzt da kommt, oder? Wahrscheinlich darf ich nur Fragen stellen, aber da können natürlich das vorlesen und Genau. fragen... ja, das könnte ich gut machen. Ja. Gute Idee, merci. Weil irgendwie wird man vielleicht träge und denkt, ja, Krieg und Aggression und so gibt es keine mehr. Und irgendwie wursteln wir uns dann schon durch den Sicherheitsrat und so. Aber Ja. man würde jetzt sagen, vielleicht wachen ein paar Leute noch auf, oder? Also, da haben wir vor allem halt die linke politische Seite, findet Internationalismus und so, findet sie cool. Und jetzt, ich weiß auch nicht, SVP ist, glaube ich, klar, FDP. Also FDP und CVP sind ganz klar gewesen bei der letzten Volksabstimmung über UNO-Beitritt. Die Und zum sind, ja. Beispiel der Rudi Lustenberger, wenn man ihn googelt, der ist damals Parlamentspräsident gewesen während dem Beitritt. Der hat jetzt einen grossen Artikel geschrieben, ist glaube ich, nicht sicher, von Zeitfragen oder sonst in einer Monatszeitung veröffentlicht gewesen, ganze Seiten, das sei staatspolitisch nicht haltbar und man hätte den Schweizer Bürger quasi bei der Abstimmung betrogen, wenn man jetzt in den Sicherheitsrat reingehe. Aber das sind natürlich auch so ein bisschen die alten Grössen von FDP und CVP, die ich heute ein bisschen vermisse in diesen Parteien. Gibt es der Basis irgendeine Möglichkeit? Also kann ich da noch irgendwie etwas machen? Also ich kann Leserbriefe schreiben und so, ein bisschen irgendwo im Also Internet. gut, du kannst eine Volksinitiative starten Ja. und ich würde sogar helfen, Unterschriften sammeln, dass wir nicht eingehen. Nur ist wahrscheinlich, Zu bis dann die spät. vor das Volk kommt, sind wir dann Ja. drinnen, Zu wenn wir, spät, oder? ja. Ja. Wir sind am Diskutieren, ob wir es noch juristisch anfechten können. Aber ich persönlich bin eher dagegen, weil ich bin der Meinung, in der Schweiz, wenn man genau nicht so ein Gericht, wo am Schluss noch über politische Entscheid kann entscheiden, also musst du es auch nicht in deine Richtung wollen anstreben, weil bei uns das letzte Wort soll das Volk haben, nicht irgendein Bundesverfassungsgericht. Aber ja, wenn es ein paar machen, ist gut, oder? Dann wird das dort auch diskutiert. Wann ist es denn vor dem Parlament, in der nächsten Session wieder? Also so der Also, Zeitplan, gut, denkst du? die Vorstösse geben wir jetzt natürlich als dringlich ein. Und man kann ja mit der Unterschrift von, jetzt muss ich aufpassen, Parlamentsrecht, ich glaube, 60 Unterschriften von 200 Nationalräten kann man eine Sonderdebatte verlangen zum aktuellen wichtigen Thema. Und das haben wir jetzt gemacht Das genau, ja. zum Beitritt im Sicherheitsrat. Also, es wird sicher im Parlament nochmal so eine aktuelle Debatte geben. Allerdings, ja, es wäre schön und die Mehrheit ist nie so deutlich gewesen im Rat. Aber ob jetzt wirklich noch ein paar kippen, nachdem man schon so weit gegangen ist, wäre zu hoffen, aber ich bin nicht sicher. Das ist ja, oder das ist eine Interpretation, dass man das Gesicht wahren kann. Und die einen sagen, ja, wir sind schon so weit, jetzt sind wir fast dort, wir müssen das Gesicht wahren, wir müssen irgendwie rein. Und die anderen sagen, ja, wie sagt man, ein Ende mit Schrecken. Ja. Aber Und Ursula vielen Wallis ist, hat glaube ich, es schon auch gesagt. jetzt bewusst worden, wie nahe auch an unserem Land plötzlich ein Krieg droht, oder? Also die Sicherheitslage weltweit ist schon nicht so stabil, wie sie auch schon war. Ja.
Es ist durchaus auch denkbar, dass wenn jetzt Russland würde in die Ukraine wirklich einfahren, dass dann China die Gunst der Stunde würde nutzen, weil Amerika wäre dann beschäftigt. Mhm. Und bei Taiwan oder bei anderen Problemfeldern in Asien, es gibt dann ein paar, die Inseln mit Japan, die umkämpft sind, wo soll Öl unter den Inseln sein, dass sie dort zuschlägt. Also ich hoffe das überhaupt nicht. Das wäre dann verheerend, oder? Das wäre ein Flächenbrand. Ja, das genau. So weit denke ich gar nicht, aber plausibel. Ja, ich habe einen Bruder, der in Taiwan lebt und die haben täglich chinesische Kampfjets über den Inseln, wo Flugrecht verletzen. Mhm. Also nach rechtlich dürften sie die sogar abschiessen, machen es aber natürlich nicht, weil das könnte ja China dann nicht zum das Ganze eskalieren. Genau. Wobei ich das Gefühl, während der Olympia werden sie sich nicht getrauen, solange Olympia ist. So. So viel irgendwie, wie soll ich sagen, Moral haben wir noch nicht geklärt. Ja, voll. Ja, genau. Die synthetischen Spiele von Peking, sage ich denen. Aber ja, wirklich, ja. Sport ja. An sich ist schon spannend. Diamond. Ja, wir sind vorhin eben beim Putin gewesen. Ich wollte eigentlich euch fragen, und jetzt frage ich dich, was will der Putin eigentlich? Ja. Große Fragezeichen. Also, ich meine, ich bin einerseits sehr skeptisch, oder? Also, was er selber will, ist mir auch nicht so ganz klar. Ich lese ab und zu auch russische Medien, damit die ein bisschen, also, wo in englischer Sprache rauskommen, ein kleines Bild von ihnen sehen. Und das ist natürlich schon komplett eine andere Berichterstattung, als wir bei uns in Europa haben, wo Mitte ist wahrscheinlich irgendwo, also, ich würde sagen, schon näher in den westlichen Medien. Also ich finde nicht alles gut, was Russland macht, aber sie sind auch nicht so schlecht. Und ich finde jetzt, oder Finnland zum Beispiel, jedem ist klar, wenn Russland die Finnen angreifen würde, da würden alle helfen. Vielleicht sogar die Schweiz. Aber Finnland ist nicht in der NATO, weil man gesagt hat, der Russen, auch damals, wo man die Sowjetunion aufgelöst hat und aufgeteilt hat, kein NATO-Länder an direkter Grenze zu Russland. Mhm. Und ich meinte, man könnte ja auch der Ukraine irgendeinen Sicherheitsstatus geben, wir würden helfen, wenn sie kommen, aber sie sollen nicht der NATO beitreten. Das ist ja das, was die Russen verlangen, aber ob es wirklich nur um das geht, wahrscheinlich ja nicht. Aber in dem Punkt, glaube ich, hätte man ihnen entgegenkommen. Es ist ein Rätsel, glaube ich, für ganz viele. Aber was denkst du? Was denkst du? Also, ich versuche zu lesen. Ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich russische Medien lese. Ich würde es ein bisschen salopp populistisch sagen, es ist ein Macho-Spiel. Ja. Er muss einfach weißt, die Bilder oben ohne auf dem Röstli am Reiten oder irgendwie in Landschaft draußen mit seinem Kopf. Ja. Er muss einfach sein Gesicht wahren. Er ist ja irgendwie, er sieht so viel jung und frisch aus, aber er ist ja irgendwie 76 oder so, oder? Ja, aber wenn man, wie jetzt immer so zeigt, aber wenn man natürlich so ein bisschen hinter den Kulissen sieht, ist er, glaube ich, schon nicht mehr so fit, wie er auch schon war. Aber ich glaube, um ihn herum gibt es einen relativ starken Zirkel von mächtigen Generalpolitikern, wo wahrscheinlich auch viel Einfluss haben auf ihn, habe ich das Gefühl. Und Familie, sonst weiss man ja nicht viel. Eine Frau verbringt offenbar, ich weiß nicht, ob er mehrere hat, aber die Frau von ihm, oder eine Frau von ihm, die lebt offenbar im Kanton St. Gallen. Ah, das solltest du doch näher wissen, dann. Ja, nein, ist natürlich, also, das ist inoffiziell. Soll ich es rausschneiden aus dem Video? Nein, ist okay. Ich habe nur Vermutung geäußert. Ja, wenn wir noch ein bisschen weitergehen, ich meine, es gibt ein paar schöne Sachen, finde ich. Ich tue euch ein Bild zeigen von einer Kampagne Stick to Science. Man soll bei der Wissenschaft bleiben und unter dran heisst es beim Logo dort, man soll wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa anstreben und nicht Politik reinmischen in die wissenschaftliche Zusammenarbeit. Da haben europäische Forscher und auch ganze Universitäten als Körperschaft gesagt, wir machen eine Kampagne, wir unterschreiben das und wir wollen der EU zeigen, hey, die Schweiz mit unseren Hochschulen und übrigens auch UK, also Großbritannien. Man soll nicht politisch spielen mit diesen Ländern, beziehungsweise mit,
mit den Hochschulen, die nachher darunter leiden, unter diesen Politspielen, sondern man soll das trennen. Stick to science. Bleiben wir doch einfach mal bei Wissenschaft. Lassen wir doch Politik raus. Und da ist vor einer Woche vielleicht 200 Leute, die ich unterschrieben habe, also auch Universitäten in Globo, weißt, als Organisation. Ja. Dann habe ich gedacht, oh, interessant, aber ja, wahrscheinlich kommen da noch 300 dazu, oder so. Und dann bin ich genauer schauen. Mittlerweile sind es 3200 individuelle, also Professoren und Doktoren, 200 Supporting Organizations und 270 First Signatories, also die Erstunterschreiber. Insgesamt 3660 Leute, die sagen, die der EU ein Zeichen geben und sagen, hey, euer Star Horizon Europe, wo in der Schweiz eigentlich im Moment ein bisschen rausäkeln, rausmoppen. Und dann habe ich einfach mit dieser Zahl Freude gehabt, weil es nicht bei 200 geblieben, sondern hey, 3660. Mhm. Oder? Also da kann ich in Brüssel nicht sagen, ja, kleine Minderheit, weißt du. Aber vielleicht kannst du gerade noch den Link durchgeben, dass alle die jetzt zuschauen, auch können. Ja, das go. Wenn man das googelt, zusammen mit dem EU und ich nehme an, also man kann nicht, es kann nicht irgendwo Hinz und Kunz. Nein, aber ich hoffe, es schauen doch, zumindest wenn ich einmal die Adressliste bei der NZ, relativ viel mit Professor oder Doktor unter den Mitgliedern. Ja, weil dort merkt man langsam, dass, also die EU merkt scheinbar langsam, ja, es schadet ja auch ihr. Mhm, total, ja. Das wird es auch sein. Und wir haben schon ein paar Mal jetzt im Wortwechsel darüber geredet und dann habe ich gefunden, mal. Und ich finde auch, oder, es ist, Wissenschaft ist ähnlich wie Sport, missbrauchen so wichtige Sachen nicht. Wissenschaft zum Menschheit weiterbringen, vielleicht sogar das Überleben von der Menschheit und unsere Zukunft und Sport als völkerverbindendes Instrument, wo man soll Freude können dran haben. Und das soll nicht können missbraucht werden für politische Druckversuche, was auch immer. Und in einem gewissen Sinn muss die EU sich halt schon den Vorwurf fallen lassen, dass sie da nicht anders handelt, mit einfach ihre Macht ausspielen gegen kleine als Russland oder China, wo das natürlich auch knallhart in anderen Bereichen mit anderen Ländern machen, oder? Und die EU wird ja, glaube ich, nicht auf eine Stufe gestellt werden mit diesen Ländern. Aber dann sollte sie sich ändern. Ja, genau. Da kann man sich langsam fragen, ob es vielleicht egal ist. Ja, das mag sein. Ja, in Sachen EU und nochmal als kurze Rückblende zum Abstimmungswochenende, oder, wo der Bundesrat dreimal eigentlich eine Ohrfeige hat mitgenommen. Und da ist eine von den Beobachtungen auch, dass der Bundesrat als Körperschaft mit 7 Personen gibt es irgendwie gar nicht mehr. Es gibt 7 Einzelbundesräte und sie strecken den Kopf weit aus dem Fenster vor irgendwelchen Abstimmungen und der eine ist für das und der andere ist für das und die dritte Person wehrt sich dort, oder? Und dann im Endeffekt schnell Klammer auf. Vor der Abstimmung kämpfen wir für das Thema X und nachher, wenn das Thema X abgeht, dann sagt man dann vor der Presse, ja, ich bin da nicht als Einzelperson verantwortlich. Ja, genau. Genau, aber ich meine, es ist ja ein ganz spannendes Thema, wie stark sich der Bundesrat einmischen soll. Genau, das ist. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu der bilateralen, erste Abstimmung, da ist so Berge voll mit Büchern, Broschüren, CD-ROMs, alles gewesen, alles vom Bund rausgegeben, vom EDA, wieso man jetzt beitreten soll. Oder auch bei der UNO, damals bei der Abstimmung über den Beitritt. Und dann, aufgrund von dem, ist eine Volksinitiative entstanden. Volkssouveränität statt Behördenpropaganda, die ist zwar abgelehnt worden, aber das Parlament hat dann gleich gefunden, gut, wenn da 100.000 Leute unterschreiben, wenn es viel Druck gibt, dann musst du reagieren. Und man hat eigentlich jetzt sehr strikt eingeschränkt, dass der Bundesrat nur wenige kurze, neutrale Stellungnahmen abgeben darf und dass er nicht mehr wie Wanderprediger durchs ganze Land ziehen darf. Und das wird jetzt zunehmend wieder gemacht, oder? Also es wird... Wir merken auch nicht viel davon, aber... Ja, also es hat ich sage jetzt, vor 15, 20 Jahren hat es schon bessert, aber es nimmt jetzt wieder... Also wir sind gleich wieder auf einem alten Niveau, ja. Weil jetzt, unabhängig jetzt zu den Abstimmungen vom Wochenende, auch gegenüber der EU dünkt es einem,
treten der Bundes, kommen einfach Einzelpersonen daher. Stimmt, oder? Stimmt, Parlament ja. kommt daher, jetzt kommt ein bisschen der Gassis daher. Das ist noch interessant. Also Und Glaubwürdigkeit vom Bundesrat, die wird mega geschwächt, wenn sich der Bundesrat in Abstimmung einmischt und nachher verliert, dann steht er schlecht da. Und man glaubt, man nimmt ihm nachher auch nicht ab, dass er den Volksentscheid wirklich kann umsetzen. Darum wäre ich eben damals schon für die Initiative gewesen, der Bundesrat soll sich draus halten, wenn das Volk entschieden hat, und dann soll er es umsetzen. Und zwar so, wie das Volk hat wollen. Dann hat er ganz eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn er selber Teil vom Abstimmungskampf ist. Mhm. Ja, Mensch, nimmt sich das zu Herzen. Also so ja, aber vielleicht jetzt durch die drei Niederlagen ist ja schon, also ist schon historisch eigentlich, dass der Bundesrat von 4 Abstimmungen 3 verliert. Eine nach links, eine nach rechts. Aber auch wir als Parlament müssen uns schon auch, also ich finde jetzt gerade bei der Stempelsteuer, müssen wir uns gefallen lassen, den Vorwurf, vor allem unsere Mitglieder in der Wissenschafts- und in der WBK, Wirtschaftskommission, das ist so die wichtigste Kommission im Nationalrat. Man macht ständig Vorlagen zur Entlastung von, ich bin voll dafür gewesen, zur Entlastung von den ganz grossen Unternehmen, von den Start-ups, von den Firmen. Aber man hat nie etwas gebracht zur Entlastung von einfachen Bürgern, zur Entlastung von Familien mit Kind, zur Entlastung vielleicht auch von Rentnern, die jetzt, wenn die Inflation anzieht, einfach gleichbleibende Rente haben, was am Schluss im Endeffekt immer weniger ist. Mhm. Und man müsste vielleicht den Fokus jetzt schon mal zuerst auf Bürger im eigenen Land setzen, statt auf internationale Firmen. Obwohl mir auch klar ist, wir alle profitieren davon, wenn internationale Firmen angezogen werden. Das ist logisch, es hängt zusammen, das weiss man, aber ja, ja. Es ist ja eine Aussage, ist ein bisschen, der Bundesrat spürt das Volk nicht mehr und du betonst jetzt eben das Volk, oder? Und ja. was sind die Sorgen und Ängste vom Volk? Und da ja, kann man schon ein bisschen sagen, ja, das Geld nimmt, nicht das Geld nimmt ab, aber der Wert geht zurück und alles andere wird teurer und ja. Ja. Und also die grosse Überraschung habe ich schon gefunden, das Mediengesetz, weil ich meine, bei der No-Billag-Abstimmung dort haben mir so viele Leute, SVPler, Mitglieder gesagt, du, aber ich will doch noch einmal am Tag Tagesschau, ich kann da nicht zustimmen. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil jetzt haben die gleichen Leute wieder gesagt, aber ich will doch noch eine Tageszeitung. Und ich will die noch können zahlen. Die NZZ ist, da weiss ich aus eigener Erfahrung, kostet schon über 1000 Stutz ein Jahresabo, oder? Aber ich bin auch total für das Nein gewesen und auch grosse Freude gehabt, dass das Volk können unterscheiden zwischen staatlichen Subventionen und staatlich beeinflusste Medien, wo man dann wieder irgendwo bei China, Russland oder der EU wären, oder unabhängiges Volk, unabhängige Medien, wo im Wettbewerb stehen um Meinungen und Vielfalt, dann haben wir am Schluss eine bessere Information von der Bevölkerung. NZZ bekommst du die nicht gratis? Nein, also ich habe gerne Papier. Und elektronisch gebe ich zu, hätten wir eine Mediendatenbank, wo ich sie gratis online lesen könnte. Ja. Als Nationalrat? Wir haben einfach so einen Medienzugriff auf so eine Mediendatenbank. Da sind, glaube ich, etwa 2000 Medien drin. Und dann kannst du Stichwort suchen oder kannst auch PDF. Ja, wenn sie Papier haben, musst du zahlen. Ja, ich könnte natürlich auch ausdrucken und so, aber ich kann schon gerne am Morgen, ich bin also altmodisch und auch gerne am Morgen papierige Zeitung. Also egal, ist einfach schön, wie es raschelt, oder? Ja, voll. Ja, und es ist auch für die Augen irgendwie angenehm, du bist sonst schon den ganzen Tag am Bildschirm, oder? Ja, aber das Mediengesetz im Endeffekt, das ist schon noch ein Hinweis vom Schweizer Volk an die Chefetagen der Medienhäuser, wo das Schweizer Volk wie realisiert, freie Medien sind wichtig für eine freie Demokratie. Und das ist in dem Sinn, hat mich das natürlich extrem gefreut. Ja, voll. Und auch, das wäre wahrscheinlich auch gekommen, wenn nicht so peinliche Unfälle oder Konflikt, wenn das nicht wär passiert, wäre es auch trotzdem gekommen, weil mit, das habe ich heute in der Weltwoche gesehen, in den ländlichen Regionen, bei den wirklich eigenständigen ländlichen Blättern, wo wir noch ein paar haben, oder? Dort ist brutal hoch in Abfuhr. Dort ich war am Abstimmungssonntag im Tele Südostschweiz, also quasi das Graubündner Fernsehen. Und dort haben sie so die Landkarte gezeigt von der Bündner Gemeinde. Und im Abstimmungskampf ist ja immer das Beispiel gekommen von der Engadina. Zeitung, das eigenständige Kleine. Und ich habe genau das Gleiche gedacht. Zwar die Stadt Chur und die Grossen, die haben ja gesagt.
Aber die Gegenden, wo man hat, wo um die es ja gegangen wäre, haben es behauptet. Es ist ja nicht wirklich um die gegangen, aber die haben es durchschaut und haben deutlich Nein gesagt. Ja, ja der Zimmermann da in der Weltwoche, der Kolumnist, schreibt am Schluss, das ist eine Liebeserklärung des Volks an die Talzeitung oder so ähnlich. Ja, voll, ja. Talzeitung, oder? Hat mich sehr gefreut. Und unsere Medienbaronen, die können ja weiterhin auf ihre Yacht gehen, Mittelmeer. Genau. Ja, mögen wir den noch gönnen, schon gut. Ja, noch vielleicht der letzte Punkt, das ist erst gerade rausgekommen. Der Europäische Gerichtshof hat eigentlich Polen und Ungarn vor den Kopf gestossen und dann einfach gesagt, es wird, dass man effektiv diesen Ländern Geld entziehen kann, wenn sie sich nicht an irgendwelche Spielregeln halten, oder? Rechtsstaatsmechanismus. Also wenn ihr nicht im Rechtsstaat drin bleibt, dann können wir euch Geld wegnehmen. Mhm. Und da geht es ein bisschen darum, was ist eigentlich per Definition mit dem Game Rechtsstaat? Was bedeutet das Rechtsstaat? Und dort habe ich noch ein bisschen weitergegraben. In Ungarn heisst das Gesetz zum Kindesschutz rausgelassen. In diesem Gesetz heisst zum Beispiel, dass die Eltern sollen ihren Kind, bis sie volljährig sind, die sexuelle Erziehung angedeihen lassen und das Kind nicht in der Schule als achtjähriges, als elfjähriges Kind von irgendwelchen Lobbygruppen umgarnt werden. Oder? Es hat ja so gibt's ja bei uns in der Schweiz auch, den Sexkoffer, was da gemacht haben für viele Kinder. Ja. Aber ich meine, irgendwelche Regenbogen-Lobbygruppen sind ja dann jetzt mal in der Schule auftauchen und stundenlang den Kindern erzählen, was sie für eine Weltanschauung haben, dann ist das für mich persönlich fraglich. Aber Ungarn sagt, wir wollen das nicht, die Eltern sollen. Und jetzt sagt die EU, das ist irgendwie gegen die Menschenrechte oder so. Also es ist noch kompliziert zu begreifen, um was es da geht, aber die EU sagt, nein, ihr müsst mitmachen in unserer allgemeinen Weltanschauung, sonst bekommt ihr kein Geld mehr. Das war eigentlich der Beschluss gewesen. Was heisst das? Also es ist eine Entwicklung, die jetzt in der EU immer stärker wird stattfinden, weil ich bin auch für den Brexit gewesen, natürlich, habe die auch unterstützt, aber gleich, die Engländer haben immer ein bisschen dafür gesorgt, dass die EU nicht zu fest ein Superstaat wird, wo alle genau gleich, alles gleich wird, wo alle alles müssen einhalten müssen. Ja, total alles gleichgeschaltet ist, sondern dass jede Region noch ihre Vielfalt, ihre Eigenheit kann haben. Und das ist ja die Stärke von Europa, so viele verschiedene Systeme, Kulturen, Wirtschaften auf einem Raum. Und das, jetzt wird es natürlich immer mehr abgewalzt. Mir hat letztes Jahr jemand aus Schweden gesagt, wir haben 30 Jahre lang versucht, die EU schwedisch zu machen. Und jetzt, wo die EU langsam schwedisch ist, also ein sehr starker Staat, der möglichst alles kontrolliert, haben wir genug. Jetzt wollen wir nicht noch mehr EU, das haben wir dann doch nicht wollen. Ja. Aber die EU muss aufpassen. Also, wenn man schaut, Ungarn hat jetzt dann Wahlen. Und also die stärkste Konkurrenz, die im Orban droht, falls er abgewählt wird, ist wahrscheinlich Jobbik. Und die ist dann nochmal drei Stufen. Die sind dann wahrscheinlich wirklich Nazis, oder? Okay. Und Orban ist ja eigentlich bei der CDU-Fraktion angesiedelt im EU-Parlament, also in der christlichen Fraktion. Und ist sicher nicht irgendein rechtsextremer Entscheid, wo man sich darüber streiten kann, ja, aber ganz sicher kein Rechtsextremer oder so. Total, konservativ, aber ich finde völlig in einem total demokratischen Rahmen. Und wenn die EU jetzt ihn so bekämpft, dann denkt sie einen Schritt weiter nicht, was dann vielleicht noch ihm kommt, oder? Ja, und die EUGH, oder? Das Schiedsgericht. Oder wo sie eben denkt, ja, sind die neutral an die Sache hergegangen? Oder ist einfach von Anfang an klar gewesen, die Kleinen bekommen aufs Dach? Oder? Also ja. Wir berufen uns, also die EU-Freunde in der Schweiz berufen sich ja auf das EUGH, oder? Das Europäische Schiedsgericht. Und ja, wenn es den Streit gibt, dann haben wir das neutrales Gericht. Ja, aber also du findest heutzutage schon Entscheid vom Bezirksgericht. Wo weiss Gott, wo vielleicht das kantonale und das Bundesrecht zählt, aber weiss Gott, nicht europäisches Recht verantwortlich ist in der Auslegung, schreiben sie, es gab Gerichtsentscheid EUGH so und so.
Und der war so, darum tun wir jetzt hier auch so auslegen und entscheiden auf diese Seite. Und also wir haben bereits heute Schweizer Richter, die auf Bezirksebene entscheiden, so wie der EuGH. Und das finde ich wirklich, selbst wenn man den Entscheid gleicher Meinung wäre, aber kannst du niemals so begründen oder schauen. Weil dann machst du ja, weißt du, zum EU-Vasal, ohne dass du je abgestimmt hast oder so. Und einfach eben 3-4 Stufen unter dem, 3-4 Stufen unten dran, oder? Also, ja, voll, ja. Ja. Und wenn man jetzt die Richter möchte, wieder ein bisschen zurückerziehen, ich brauche jetzt ein böses Wort, was müssen wir denn da machen? Einfach halt weiterziehen und hoffen, dass... Also beim Bezirksgericht ist ja zum Glück noch das Volk, wo wählt. Und ich weiß nicht, ob im Kanton Bern auch, aber Kanton St. Gallen wählt das Volk die. Und da kann man schon Einfluss als Bürger auch nehmen. Leider ist es oft so, dass die Juristen, ich habe viele Kandidaten auch gesucht, oder im SVP-Umfeld bei uns, und die Juristen, die gute laufende Kanzlei haben oder irgendwo in der Wirtschaft tätig sind, also für die ist es ein finanzieller Abstieg und die haben auch nicht so Lust, dann quasi Richter zu spielen. Die leben für ihren Beruf, wo sie jemanden vertreten und dem seine Argumente bringen. Ja. Das sind nicht immer die Besten, die du findest, aber vor allem auf tieferen Stufen. Ja. Bundesgericht ist dann schon mehr Auswahl, aber dort wird es dann sehr politisch. Ja. Also dort hast du wirklich die Ideologen, die schon immer haben wollen als Bundesgericht, damit sie können etwas irgendwie in ihre Richtung bewegen. Ja. Aber dort ist auch, also das Parlament, das stört mich wirklich. Wir können eine Liste über 90 Namen, Bundesrichter. Und also wir kennen die an, wenn du nicht in der Gerichtskommission, Fachkommission bist, die anlässt, dann kommst du einfach die Listen über und dann steht irgendwo noch, deine Partei empfiehlt von diesen 87 zum Wählen. Mehr weißt du nicht. Und das, ich finde das nicht seriös, Richter so zu wählen. Du solltest irgendwie schon ein bisschen mehr... Ich meine, ich will nicht Richter politisch jetzt beurteilen, haben so oder so entschieden, aber vielleicht wie viele Fälle tun sie bearbeiten, machen sie selber etwas oder lassen sie nur Gerichtsschreiber arbeiten. Auch wie benehmen sie sich neben dem Gericht? Also ich meine, da haben wir auch Vorfälle gehabt, mit dem Schubart zum Beispiel, wo einfach... Das ist untolerierbar, so Richter, oder? Ja, genau. Charakter dürfte auch noch relevant sein, oder? Ja, ja voll. Irgendwie das Diplom. Ja, zum Abschluss noch, Lukas. Hey, im Moment ist es gerade ruhig in Sachen Bundesrat und EU und Bilaterale 3, habe ich gehört, habe ich gelesen in den Titel und Rahmenvertrag und so. Im Moment ist es gerade ruhig. Ja. Ja, so ruhig, es läuft schon viel, oder? Es ist einfach ein bisschen, jetzt, die letzten 2 Jahre ist es eher ein bisschen im Schatten von Corona. Das ist manchmal auch Zeug entschieden worden, wo die Bevölkerung gar nicht gross interessiert oder mitbekommen hat. Mhm. Und aktuell läuft ja immer noch die Runde Tisch vom Ignacio Cassis. Ah, ja. Wo er das letzte Mal schon ein bisschen erzählt, wo ich eben nicht das Gefühl habe, dass es jetzt in eine gute Richtung läuft, aber umso schöner, wenn man eines Besseren belehrt wird und es in eine gute Richtung läuft. Aber mein Eindruck ist einfach schon, dass die EU sehr stark sagt, wir wollen nur eine Paketlösung. Wir wollen nicht irgendwie einzelne Bereiche, wo beide interessiert sind, rausnehmen und dort dynamisieren, sondern alles. Mhm. Und das würde dann heissen, Personenfreizügigkeit zum Beispiel, müssten wir alles EU-Recht übernehmen in Zukunft. Und wenn Personenfreizügigkeit, dann die Unionsbürgerrichtlinie, das klingt alles ein bisschen juristendeutsch, aber quasi freie Sozialhilfe, freie Einwanderung, freier Zugang auch zu Wahlen. Mhm. Nicht nur, dass du wählen kannst, sondern auch kannst gewählt werden. Also als Pol kannst du dann zum Beispiel in Deutschland gewählt werden und in Deutschland wählen, wenn du in Deutschland lebst. Und das würde nachher für die Schweiz auch gelten. Und wir haben ja, ich glaube, fast 700'000 EU-Bürger in der Schweiz. Und es gibt wahrscheinlich Parteien, die sogar ein grosses Interesse daran haben, dass die, weil die Statistiken zeigen, dass die weit weg von der Schweiz wohnen, die Auslandschweizer jetzt, die sind eher bei uns. Und die aus den näheren Ländern rundherum, die sind eher auf der linken Seite. Ja. Und das gilt eben wahrscheinlich auch für die Einwanderer, habe ich das Gefühl. Das mit der Unionsbürgerrichtlinie, das ist mal wichtig, das ist für mich so ein sperriges Wort. Ja, muss man sich einfach mal einlesen, was ist das eigentlich genau, oder?
Ja, also letztendlich ist es, ich glaube, Ziel ist schon, ist wie ein Pass. Ziel ist an sich ein europäischer Pass, genau, wo alle die gleichen Rechte haben und die gleichen Pflichten. Ja. Genau, es ist de facto schon noch nicht der Schweizer Pass. Es ist noch nicht so, aber das Gesetz entwickelt sich in die Richtung. Genau. Und es ist sehr eindeutig, das Gesetz hat nie einen Schritt zurück gemacht, sondern immer mehr und mehr und mehr. Und das Endziel wird wahrscheinlich schon sein, ein europäischer Pass, wo dann die Länder, die dann noch werden dabei sein, wirklich einen europäischen Pass haben. Und es mag ja ein paar Länder geben, die das wollen. Ja, aber wenig. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht sicher. Aber, ja, da hoffen wir doch noch auf gewisse Identität und national. Ja, voll. Stolz in einem positiven Sinn. Also ja, auf jeden Fall, mir ist ja egal, was sie machen, aber sicher für die Schweiz keine Option. Ja, und auch nicht gehen übernehmen, so schrittweise dann mit einer Dynamisierung von Personenfreizügigkeit und so. Ja, da wird irgendwelche Bastelübungen. Ich bin froh, haben wir dich, Lukas, sind wir wieder im Wortwechsel. Und dass du bin ich heute mal pünktlich und der Erste und in dem Fall auch einzig gewesen. Aber es war gut. Wir haben ein bisschen tiefer gehen und es ist immer interessant, wenn du ein bisschen von deinen Hintergrunderlebnissen erzählst. Ich danke euch vielmals, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seid ihr da gewesen. Ich muss schnell in meine Agenda schauen. Der nächste Wortwechsel ist am 3. März, Donnerstag, 3. März, auch 17.30 Uhr wieder. Ihr seht auf der Website www.auns.ch jeweils, was das Programm ist, wenn genau das startet. Manchmal ist es um 18.00 Uhr, aber ihr seht es auch auf unserer Website auns.ch. Wir werden wieder unsere E-Mail-Adresse wortwechsel@auns.ch. Die ist natürlich immer offen, da könnt ihr permanent Fragen, Bemerkungen, Beobachtungen zur Schweizer Eigenständigkeit reinmailen und wir versuchen, die nachher im Wortwechsel durchzunehmen. Ich wünsche euch einen guten Freitag morgen. Lasst euch nicht ertappen mit einer Maske in einer Bäckerei oder so. Es ist etwa halb, wenn du jetzt irgendwo in den Laden gehst. Aber es ist ja auch okay. Ich finde vor allem Leben und Leben lassen. Ja, voll, viel ich kann mir vorstellen, dass Leute sagen, ich fühle mich sicher mit Maske, dann einfach frei sein und Maske anlegen. Und andere sagen, Judi hui, Freiheit, ohne voll, Maske, voll, ja. Maske abziehen und niemand soll irgendwie mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern leben und leben lassen. Aber also so, wie jetzt gewisse Leute Freude haben beim Shoppen hier in Bern, habe ich das Gefühl, die sind glaub, zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder in Läden rein. Und sie strahlen alle an und so. Und ja. Ja, voll. Es ist ein kleines Psycho-Game, das jetzt gerade abläuft, aber ich denke, wir überleben auch das. Und ja, voll, ja, ja. Das hat ja der Bundesrat gut gemacht, finde ich. Ich auch, ja, klare, ja. Klartext und klare Situation und so, ja. In dem Sinn, wenn noch ein bisschen Schnee geht, soll sich freuen am Schnee. Und ich selber. Wer am Jasköp geht von der SVP in Glarus, der sieht man am Samstag und sonst definitiv ein schönes Wochenende. Jasse in Glarus, Samstag, wo ist er? In Vilsbach. Okay, da bist du dabei, Lukas. Ja, wir haben eben vorher eine Fraktionssitzung. Fraktionssitzung, hast du mir gesagt, ja. Zumindest ein Haus am Gabentisch. Okay. Von den Geschenken, die du dann kannst auswählen, das ist dann von mir. Ja, also. Und sehen wir uns wieder in 2 Wochen hier im Nordwesten. Einen schönen Abend. Adieu, Lukas, danke. Ciao, Tom.